Rum-dum-dum. Steck ne Banane in dein Ohr. Du willst niemals glücklich so. Probier's mal mit Ohr. Und willkommen. Nach ner Ewigkeit mit Facecam. Ich könnte mich nicht mal ans letzte Mal erinnern, LOL. Aber, die Facecam hat einen Grund, einen sehr wichtigen Grund. Und zwar ist der Tag, an dem ihr das Video seht, der 18.10.2020. Und ihr denkt euch so, Digga, hä? Und ich denke mir so, hallo? An dem Tag ist mein erstes YouTube-Video rausgekommen. Vor 5 Jahren? Hä? Hä? Schaltet's jetzt! Wie ihr auch seht, haben wir gerade meinen Desktop offen. Wie ihr seht, habe ich tatsächlich auf den Tag fast genau in 5 Jahren meine 1000 Abos. Verfickt! Nochmal bin ich erfolgreich, Alter. Und da das ganze YouTube-Business so viel Geld abwirft, habe ich gedacht, heute betrink ich mich. Hier, sieht man das? Ja, ja. Keine Ahnung, was das für ein Fusel ist, aber... Ich meine, Wein ist Wein. Wein ist nicht nur Wein. Ah. Hat dein Maul, Alter. Und eben, mit den 5 Jahren sind nicht nur meine Videoschnittskills besser geworden und haben sich improved, stonks, sondern auch mein Alter und ich darf legal Wein kaufen. So, mal schauen, ob ich das so hinkriege. Ihr seht, ich habe ein bisschen Platzmangel. Oh, so. Oh. Egal, es hat geploppt. Oh fuck! Ich ich seh zwar, ich hab ein Hemd an, aber die Trainerhose, Alter, die werden immer noch gerockt. Woo! Digga, was ist das für ein Korpfen? Zurück mit guter Audioqualität und gutem Wein. So, was machen wir heute überhaupt, Alter? Ich hab nur gesagt, dass mein Kanal 5 Jahre alt ist und dass ich mich heute betrinken werde. Ein paar alte Videos schauen, keine Ahnung. Ich sag ein bisschen was dazu. Auf jeden Fall können wir jetzt hier auf Videos verwalten drücken. Dann kommen wir in mein Dashboard von meinem YouTube-Kanal. Hier sieht man einfach alle Videos. Zwischendurch gibt es halt Videos, die sowas haben. Das heißt für euch, wenn ihr Werbung auf Videos seht, ist das wegen dem, ja. Ich kann's rausschneiden, aber wieso sollte ich, Alter? Ihr habt eh alle Adblocker den, Alter, was? Darum wird darauf zum Beispiel Werbung geschaltet, obwohl ich keine Werbung aktivieren kann überhaupt. Da gibt's Analytics hier. Who fucking cares? Aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil dieses Videos. Oh. Ihr ahnt es, wir gucken uns alte Videos an. Hier seht ihr natürlich die meisten, also so gut wie jedes neue in den letzten 2,5, 3 Jahren ist noch on. Aber wie gesagt, den Kanal gibt es schon länger. Und die alten Videos, die sind cringe. Dann können wir hier auf diesen Pfeil drücken und dann auf diesen und dann auf diesen. Von etwa 190, was? Doch mehr gemacht, als ich gedacht habe. Okay, ich brauche Wein. So hat meine Karriere angefangen. Minecraft Skywars. Hashtag 001. Strich Skilly. Früher war mein Name auf YouTube Skilly. Ja? Also ich will hier nicht sagen, dass Scrytzy besser ist. Aber jetzt nach dem langen Gelaber. Das erste Video. Hallo und willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Und auf YouTube. Ich hatte vorher noch nie einen Kanal. Ja, ich würde mal sagen, ich spiele Minecraft, Skywars, gerne, habe mir schon 2 Kids gekauft, denn... Ich bin überhaupt nicht nervös. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ultra den Plan, was ich mache. Und ich meine, guckt euch die Aufnahmequalität an, also wirklich, habt ihr schon eine so hohe Bitrate gesehen? Links unten! Das Wasserzeichen! Neuloscope, okay? Ja, ich habe ganz am Anfang halt noch mit irgendwelchen Wack-Free-Programmen
probiert, was zu machen. Dann kam irgendwann mal Premiere dazu. Premiere 2015 kam dann dazu. So Anfang 2016. Und so ab Mitte 2016 habe ich dann mit Sony Vegas Pro, hieß es damals noch, geschnitten. Und bin bis heute mit diesem Programm unterwegs. Das heißt ja heute nicht mehr Sony Vegas, sondern einfach nur Vegas Pro. Juckt mich nicht so firmatechnisch, was dort abläuft. Ist mir egal, welcher Firma ich das Programm klaue. Nein, Spaß, ich habe natürlich alles bezahlt, Alter. Was denkt ihr? Ist mir egal, welcher Firma ich diesen Betrag nicht zahle. Spaß, ich hab's gekauft. Attentäter und Tank sind die zwei beliebtesten Kids, die habe ich jetzt beide. Alter, was läuft mit meinem Mikrofon? Es hört sich an, wie als ob ich das Mikrofon ein- und ausschalten würde, Alter. Und ja, wir spielen hier Team. Eine Team-App. Das Kid Tank ausgewählt. Weil es halt das Beste ist, wohl, ja. Zwar mit Abstand. Kann man halt gut spielen mit dem. Ja, man kann sehr gut spielen damit. Also wie ihr seht, einfache Schnitte habe ich schon damals hinbekommen. Also das sollte eigentlich jeder packen. Aufpassen. Okay. Der spielt das wahrscheinlich öfters. Oh, der soll bauen? Wie habe ich mir damals gedacht, wenn man sich das Video anschaut, denkt sich die Leute, ey, Bruder, also in diesem Minecraft Let's Play, es ging schon mies ab in der Folge, also wirklich, Action, bam, 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 nacheinander, einfach die ganze Zeit rein in die Olga. Die pennt fast ein, Alter. Ich soll wirklich aufpassen. Ja, pass mal auf. Der hat ne... Okay. Ich muss wirklich aufpassen. Ich glaube, den trinke ich schon. Ah, Mann! Was war das? Ui, ich bin so dumm. What the fuck? Trinke ich schon. Also ich bin darüber. Der Gegner hat mich geschlagen. Ich sag Amena. Amena! Ich bin wahrscheinlich runtergefallen und dann kommt der Hardcut. Hey. Oh, die Musik. Kann man das als ersten Edit bezeichnen hier? Das erste Mal mit Musik geschnitten in meinem Leben. Und der Gegner heißt Chili Pimmel. Das hat sich bis heute auch nicht geändert, Alter. Pimmelwitze sind immer noch. Er ist gestorben! Er ist tot! Ich Gott! Noch vier. Also jetzt mal abgesehen von den von der wacken Quali, vom wacken Schnitt, von der zu lauten Musik, von meinem beschissenen Mikrofon damals. Ich hab gut gespielt, Alter, für den 11-Jährigen. Und ich heiße Skillboy X. Korrekt. Skillboy X. Die PvP-Maschine. Ist das dein Ernst? Boring! Leute, wir gehen zum nächsten Video. So, und dann kann man halt hier mit der Zeit immer mehr Müll. Auch meine Bewertungen damals. Halb, halb, dislike, like. Ich habe ja am Anfang einfach so random einfach Gameplays gemacht, habe aufgenommen, wack zusammengeschnitten und hochgeladen. Dann guck
gucken wir uns mal das alte Skilly-Intro an. Ich sag's ja, cringe. Das sollte witzig sein. Aber ein 12-Jähriger hat halt keinen guten Humor. Hat er jemals ein 12-Jähriger einen guten Humor? Nein. So, weiter. Nach diesem Video hat mich jemand gefragt, ob ich ein Intro machen möchte. Das war der liebe Morlocks. Aber 800 Aufrufe, Alter. Ich meine, ich habe auf jeden Fall irgendwann mein Kanal umbenannt in Gratis-Intros. So, dazu kommen wir gleich noch. Denn ich habe dadurch einen aus dem Internet kennengelernt. Schaut jetzt gerne an Kieselsteinchen an dieser Stelle. Obwohl wir schon ewig keinen Kontakt mehr hatten. Aber so ist das Leben. Aber schauen wir uns das Video an. So, weiter hier, weitere Intros. Gucken wir uns dieses Video an, in dem gibt es auch noch einige Stellen mit Musik. Hallo Leute, und? Alter, mein alter Minecraft-Skin. Fuck! Kommen. Aber schon damals, der war selber gepixelt. Den habe ich gepixelt. Und das hier ist Squid MC. Ja, Squid MC, weltbekannt. Doch, Schluck Wein. Ich bin mit dem Stand jetzt, beziehungsweise Stand vor 3 Jahren oder 4 Jahren, wahrscheinlich 4,5 sogar, 4,5 Jahren, bin ich mit dem nicht so cool. Ja, der war gut toxisch. Also der hat mir damals wir hatten irgendwie Beef gehabt. Der ist, keine Ahnung wie alt ist, der war 2 Jahre älter als ich. Also damals ich 12, er 14. Ganz schräge Sache damals. Also wir haben uns wegen irgendwas gezofft. Dann hat er mir mit 10 selbst erstellten Accounts überall Dislikes und Kommentare reingeballert. Also das kann ich sagen so. Dich, du kleinen. Ganz ehrlich, wenn du das Video schaust. Dich, Alter, leck meine Eier. Aber das Video ist trotzdem gut. Okay. Ich hab auch Speed. Warte, mach du ihn. Helft ihn noch. Warte, meine, ich nehme ihn, hab ihn. Oder warte, nein. Ich pack ihn in der Wand Speed. Wieder. Ja, ich renne ihn hinterher. Lol. Er ist Goldapfel. Soll ich zu dir kommen? Ja, hallo. Helft dir. Er ist gleich tot. Elf Leben. Helft dir. Warte. Oh. Wir haben sie. Ah, diese scheiß Wölfe. Warte, unten liegt mega viel Rüstung. Hab ihn. Ich hab das Verbrennungsschwert. Kommt einer. Meiner ist tot. Oh Gott, hinter mir. Meiner ist tot. Hast du ihn? Ich hab einen, ja. Warte, der gehört mir hinter uns. Ja, hab ihn. Ist noch der andere. Ich hab das Verbrennungsschwert. Das ist gut. Nice. Das hier. Ich muss ehrlich sagen, schon ab diesem Zeitpunkt, Alter, Anfang 2016, nach 2 Monaten, wieso hab ich mein eigenes Video geliked? Erstmal entliken, Alter. So die Scheiße. Das ging voll klar. Also der Schnittstil ging voll klar. Ist halt, ja, basic shit, aber kann man machen. Und wie gesagt, es gehen absolut keine Shoutouts raus an Squid MC. So, nächste Seite. Woo! So, weiter random Videos gemacht. Ich habe ultra viele random Minecraft Videos gemacht. Ich schwöre, ich koch den Hund, Alter. Ne, auf jeden Fall. Ich habe halt ultra viel Minecraft-Zeugs ausprobiert. Ich habe irgendwelche How-To's gemacht hier, schnell craften. Halt immer noch Skywars-Videos. Ich habe einfach so Serien gemacht, so. Und wie die großen YouTuber, aber halt in... Wäh. So, dann kam hier das neue Skilly-Intro. Quality Content. 20 Dislikes. Eben, Shoutouts an Squid MC, du Alter. Mit dem Video habe ich diese selber gemalten Intros mit Musik gemacht und ich habe mit meiner Stimme irgendwas reingeschissen. Dann habe ich random Videos auf Schweizerdeutsch gemacht. Das mal angucken. Juhu, hallo Leute.
Hallo Leute und willkommen zu einer Special-Folge Skilly Skill. Zuerst Ah, es war's. Natürlich. Wie kann ich das nicht merken, Alter? Es war Skilly Skilled. Das bekannteste YouTube-Format damals, Alter. Mega heftiger Scheiß. Werde ich mich in meinen schweizerischen Typen verwandeln? Salut, yo! Ja, hallo, ich bin... Ich habe das damals nicht lange durchgezogen, Alter. Also ich habe heute immer noch kein Konzept für diesen Pisskanal, Alter. Ich mach, was ich will. Wäre aber vielleicht eine Idee, langsam so ein bisschen ein Konzept aufzubauen, weil ich will wieder... steil gehen. Ja, keine Ahnung, Alter. Wirklich Schweizerdeutsch und Gaming, dieser. Das ist auch keine Marktlücke oder so. Erklären und die Klassik-Challenge. Komm, bla bla bla. Wird ja, es wird so. Erstmal, wieso, dass ich meinen Namen geändert habe. Ich bin zufrieden gesehen mit Skilly und es hat langsam genervt. Skilly in Pipi Pizza. Weil ich nicht Skilly bin. Und übrigens, das ist der erste Test, wo. Sagen mal Clickbaiting ist. Sie probieren das erste Mal Clickbaiting und wird schauen, wie viele Aufrufe und Likes, wie viele bloß Abonnenten ich dazu machen mit diesem Video. Digga, ich hab. Der Clickbait des Jahrtausends, Alter. Und verfickt nochmal hat sich das gelohnt für die 70 Aufrufe. Ja, das Video ist halt. Aber ey, die Videoqualität und die Audioqualität und der Schnitt. Meine Webseite. Oh mein Gott. Ja, die ist down. Ich hatte damals eine Webseite, auf der meine YouTube-Videos angezeigt wurden. Echt komplett unnötig. Yo! Ich fragt euch, wieso das hier ein Hardcut ist. Das liegt daran, dass das Reacten viel zu lang ist und es ein Dreiteiler wird. Das heißt, morgen am 21.12. und übermorgen am 1.1.2021 kommen die anderen zwei Teile. Also diesmal wirklich. Die sind fertig geschnitten und sind schon aufgeplant eingestellt. Also darüber müsst ihr euch jetzt keine Gedanken mehr machen. Ihr werdet morgen und übermorgen auch mit guter Unterhaltung versorgt. Hier könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren und hier seht ihr das zweite Video und sonst seht ihr nichts. Tschüss!